Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man unter Windows 7 den Papierkorb auf dem Desktop loswerden will, wenn man ihn denn loswerden will. Unter Windows XP und Windows Vista war das noch ziemlich schwierig. Da musste man das Ganze über die Registry patchen. Microsoft hat den Wink offenbar verstanden und das Ganze für Windows 7 ganz einfach gemacht. Rechte Maustaste über dem Desktop anpassen klicken, Desktop-Symbole ändern anwählen, Papierkorb rausklicken, übernehmen, okay und okay.